Damit hast du nicht gerechnet. Digga, meine driftet like so hart. Tier. Das gibt einen Copyright Strike, weil du mein Video gesungen hast. Was? Du hast in meinem Video gesungen, das gibt einen Copyright Strike. Wie ich gesungen hab? Ja, gerade jetzt. Achso, und herzlich willkommen zum neuen Motovlog, Alter, mit dem Sonnenuntergang. Starten wir das Video. Geil. Heute ist Mittwoch, heute ist ein geiler Tag. Also eigentlich ist schon am Abend, aber das Video ist vorproduziert, das ist 7.42 Uhr, sieht man hier eh. Es gibt gute News, also was heißt gut? Kann gut, kann schlecht sein. Das ist halt Spaß. Ich habe mein Moped, wahrscheinlich habe ich in einem Monat ein 125er schon. Und mein Moped ist weg. Das ist echt traurig eigentlich, aber anders als voll geil. Welches sage ich euch nicht, weil ich habe schon von gefühlt alle geredet. Von Supersportler bis Supermoto bis Naked Bike bis alles einfach. Und. Wow, Alter! Das war nicht einmal extra. Und dann sage ich euch, welche das ist. Ihr werdet, bleibt einfach gespannt. Welche 125er. Jetzt pullen wir gleich mal ein Video. Okay, machen wir doch nicht. Ja, und herzlich willkommen zum heutigen Motovlog. Ich bin heute mit zwei Autisten unterwegs. Ich hoffe, das hat man gesehen. Aber die hat halt einfach so. Aber das war halt ungeplant, weil das war nicht einmal extra. Das war nicht geplant, dass die das machen sollen. Und ja, es ist schon Abend. Ich habe Sport angefangen zu filmen. Tut mir leid auf jeden Fall. Ich denke, ich kann mich für alles entschuldigen. Es sind 8 Tage keine Videos gekommen oder so. Es tut mir echt leid dafür. Und es ist echt. Digga, was will denn der? Jetzt gib mal schön Gas, Alter. Da komm ich nicht vor. Nur ein bisschen schneller werden. Na. Fahr mal links. Da werden wir noch ein paar Wheelies poppen. In der 120er ist das auch geklärt wegen die Videos. Es tut mir leid, ich hab keine Zeit gehabt. Es tut mir echt leid, ich schwör. Auf mein Leben. Und jetzt mache ich gern wieder für euch Videos. Sorry. Hä? Hä? Fahr bis zu dem Baum, also bis zum Kreuz, dass du warst. Digga, ich schwör. Ich will wohl unbedingt die Videos. Ja, geil, Leerlauf geschalten. Da habe ich meinen Arm nochmal Wheelies gemacht. Oh, fuck. Alter, so geiler Sonnenuntergang. Alter, das schaut so geil aus. Tit, tit, tit. Digga. Hey, sie schießt nicht mehr. Die paar der autistischen Radlblinker, also Radl. Wie heißt? Ja, Radl. Radl halt, Radl-Licht. Weil ich nicht weiß, wo die Knechte sind. Und das, ich bin 500 oder so Kilometer noch bis Service. Und ich sage euch schnell Bescheid, wann Service ist. 9531. Das heißt, 469 Kilometer noch. Ja, schauen die Leute schon auf.
Anne ruft an. Bitte. Oder nicht einmal? Oder hat er angerufen? Ja, jetzt gerade. Manuel Moppet, Alter, wie ich den eingesperrt habe, wie eine Legende. Komm mal zurück zu mir zu der Apotheken da zum Hauptbaumarkt. Warum? Mir leicht, dass das überhitzt sein. Ja, passt, okay, warte, ich komm zurück. Ciao. Ja, passt, ciao. Fahr mal da mal zurück. Meine Grenzgängerhandschuhe sind auch schon wieder ripped. Da warte, kann ich euch gleich sagen. Und mit dem bin ich vielleicht 3-4.000 Kilometer gefahren. Ich will ja nichts sagen, aber schaut mal. Das schaut nicht mehr so geil aus. Und das waren aber bei meinen alten nicht einmal. Das ist schon ein bisschen bitter, dass die Grenzgängerhandschuhe so schnell ripped gehen. Und bei ihm leuchtet irgendwas auf, was Überhitzung irgendwas. Ich weiß auch nicht. Was denn? Zeig her. Wo in den Tunnel drin. Auf einmal fängt das Überhitzzeichen an und du hast zum Blinken und dann komplett, gell? Hä, hey, wo, Tag? Weil ich hab nicht so wie bei dir so ein paar Striche, bei dir ist so Striche lang, gell? Ja, genau. Du, so wie nicht, aber nicht Platz. Aber warum soll es bei dir überhitzen jetzt? Du, ich hab keine Ahnung. Ich zeig mal, mach mal rein. Du ja, Überhitzzeichen, zeig so, und ich weiß nicht, ob die anfängt. Warte. Zeig her. Achso, ja. Lass uns fahren wir mal schauen. Also, was heißt fahren wir schauen? Fahren wir einfach mal. Fahren wir zu OMV. Was willst du machen? Danke. Okay. Lass einfach fahren. Ach, ich hab's vermisst, wieder Motovlogs zu machen. Ich hab's vermisst, auch nicht Motovlogs zu machen. So war's. Obwohl es jetzt schon dunkel ist, 8:22 Uhr ist. Aber ich werde jetzt dann nachher dann heimfahren, denke ich mal. Ja, geile Radl. So schnell kann man mich ablenken. Ich werde mir was zum Saufen kaufen, glaube ich. Die hat aber zu. Ja, die haben zu. Ja, weiß ich nicht, fahrt's mit Böckstein. Du Schwein. Ich hab gehört, du musst danken. Ja, Alter, ich fahr jetzt heim, ist mir wurscht. Ja, pass. So kann man sein Moped abschalten. Ja. Wieder mal. Gehen wir ein bisschen Casino spielen. Wir bleiben drin. Punkt. Lass die Kamera. Ha? Lass die Kamera. Ja. Scheiße. Ich hoffe, ich komm echt noch einmal, bei mir leitet es schon auf, aber normalerweise komme ich noch weit genug. Sonst haben wir wenigstens ein gutes Video. Der Hund bricht mir die Hand. Eigentlich wollte ich so und so. Leute, mir fest angedroht. Hey, bist du. Alter, halt dein Maul, du hast mir fast die Hand gebrochen. Alter, das wäre echt geil gewesen, hätte ich nicht mehr arbeiten müssen morgen. Was? Ein geiles Video und ein Krankenstand, Digga, das wäre die Kombo. Da machst du eine normale Ob. Ach, danke. Der eine bricht mir fast die Hand. Ja, passt, ciao dann. Lass mich nicht allein. Oh Mann. Es ist traurig. Ich hoffe, man kann überhaupt noch was sehen, Alter. Oh, der war noch Jockey, der Willy. So Leute, ich würde sagen, das war's dann mit dem Video. Gebt's an, ich hoffe man sieht es. Einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal auf Ehrenbruder-Basis. Es kann ja nicht sein, dass man noch nichts mehr erkennt, oder? Normalerweise erkennt man schon was, aber normalerweise erkennt man wenigstens die Straßen noch ein bisschen und das. Den Himmel. Jetzt ist mir gerade das Warten eingefallen. Ja, wie gesagt, ich muss noch immer danken, man sieht's. Ich fahre schon 9,3 Kilometer in Reserve, oder was heißt Reserve, mit auf Sprachenlernen Bubble. Mit aufleuchtendem Tanklicht, genau. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Samstag wieder, wie gewohnt,
Ich weiß, ich habe eigentlich im Stream eine andere Zeit ausgemacht. Lassen wir es einfach so. Ich bin zufrieden, so wie es ist. Ich habe es immer so gemacht. Bleiben wir einfach dabei. Habt noch schöne, weiß ich nicht, 3 Tage oder so bis zum nächsten Video. An die, die arbeiten gehen müssen, Kuss geht raus, ich das auch. An die, die Schule gehen und Ferien haben, ihr seid alles auch nicht reis, gell? Und genießt die Ferien auf jeden Fall nicht. Ich hoffe, ihr geht bald wieder Schule. Ja, natürlich, im September. Nein, Spaß. Und dann haut rein, Leute. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Hab Pommes.